Willkommen bei Swiss Trader mit dem DAX-Ausblick. Beachten Sie, dass Traden Risiken beinhaltet. Schauen Sie auf Daytrader Website, HTTPS Daytrader Website. Da ich hatte vorletzten Sonntag prognostiziert, dass der Kurs abstürzen würde. Ich habe hier das A, B, C gezeichnet. Es ging da noch ganz leicht nach oben, aber dann kam das Ding wirklich nach unten. Hier die Wolfe Wave, die hat sich bestätigt zwischen mit 1, 2, 3, 4, 5. Und wir sind heute da über Nacht nochmal in einem ABC noch viel weiter runter gefallen. Wichtig ist, dass da ja das C, das habe ich ein bisschen zu steil gezeichnet. War ein bisschen weniger steil. Wir haben auch hier da wieder zwischendurch ziemliche Anstiege und das eben diese Trendlinien muss man immer beim Traden, beim praktischen Traden beachten. Hier haben wir den DAX, also nur die Tageskurse von 9 bis 17:30 Uhr. Da sind halt manchmal viel besser, sind Bewegungen ein bisschen besser sichtbar. Wir sehen hier, dieser Abwärtskanal, das hat sich jetzt als Abwärtskanal bestätigt mit einem kurzen Ausbruch nach oben. Und der Kurs, der war gestern da am unteren Abwärtskanal. Und über Nacht ist er jetzt da fast auf 13,50 gefallen. Aber Vorsicht, er ist immer noch an der Unterkante. An dieser Unterkante passieren Wenden. Freitag ist auch gut für Erholungen. Aufgepasst. Schauen wir hier den DAX an Tageschart da, oh, der ist ja extrem gefallen auf 11,481. Das Minimum war noch tiefer auf 11,322. Es könnte bald diese Linie treffen hier. Das wäre eigentlich auch eine Ziellinie einer Wolf Wave. Das ist etwa bei 10,8, ja, oder bei, sagen wir, bei 1100 geradeaus. 11.000. Und wir hätten hier mit der 1, 2, 3, 4, 5 eine regelrechte Wolfwave und die Ziellinie zwischen 1 und 4 und eigentlich müsste da das Ziel erreicht werden. Es kann aber sein, dass es heute Freitag da nochmals hinaufgeht, dass das nicht direkt erreicht wird. Also das muss man unbedingt im Auge behalten. Wir haben hier den Tageschart. Wir sehen, das Absinken da geht dann nicht mehr so schnell. Es hat sich ein bisschen verlangsamt. Dann schauen wir den 15-Minuten-Chart an. Da ist natürlich gestern ist es ja da teilweise wieder extrem nach oben gespiked. Ich habe hier ausgesessen. Das ist genau, also über 11.700, ganz kurz hinaus. Der 100er wurde abgearbeitet, ging wieder runter, ging dann nach oben. Und jetzt über Nacht, das konnte man eigentlich eben nicht traden. Da hätte man über Nacht drin bleiben sollen. Ein ABC massiv nach unten. Ich nehme jetzt an, dass wir morgen da noch eine Erholung haben. Wir sehen hier auch einen Boden. Also
da ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir hier da wieder nach oben kommen. Temporär, vielleicht an die Oberkante dieses Abwärtskanals und dass es dann weiter nach unten geht. Da im Minutenchart, wir sind da unter dem VWAP, aber es gibt da Tendenzen wieder zum VWAP zu kommen. Das Fazit: Aufpassen heute, Freitag könnte es wieder nach oben gehen, nur leicht. Wir haben aber auch da eben Szenarien, die nach unten aussehen, also da vielleicht zuerst mal wieder nach oben auf 11. 4,51, 11,450. Durchaus diese 50 Punkte, die liegen total drin. Wir haben hier einen massiven, ganz deutlichen Abwärtskanal und das längere Ziel da, diese Wolf Wave im Tageschart völlig deutlich, dass wir das hier noch erreichen. Vielleicht die nächste Woche, vielleicht auch schon heute. Wir können aber auch da, wenn wir das sehen, das verlängere ich mal. Also da 9000 kann auch gut irgendwann die nächste, übernächste Woche bis hier unten gehen. Es kann aber auch noch ganz weit nach unten gehen. Also, dass dieses Minimum noch unterschritten wird. Also, long nur sehr kurzfristig, über Nacht natürlich nur short, also wenn überhaupt über Nacht etwas. Gut, das war's bei Swiss Trader. Tschüss zusammen.